Joel, renn nur weg. Ja, wir sollten jetzt zurück zum Labor. Ein Muskelband stärkt den physischen Attack. Ja, mal mit Magnemite rein zuerst. Ich meine, ich habe jetzt auf jeden Fall einen Kampf vor mir, den ich nicht verhindern kann. Eben wir mal jetzt zwischendurch. Ja, theoretisch hätte ich jetzt einmal im Kreis laufen können und mich schon heilen. Es wäre schon gegangen. Mal gucken, ob ich so eine Chance habe gegen sie. Sehe ich auch so. Bin ich ganz deiner Meinung. Also, wenn du jetzt willst, können wir auch einfach gehen. Ne? Also. Geht das überhaupt? Nee, okay. Geht nicht. Edmund Lorena would like to battle. Ein Flunkiefer und ein Knuddeluff. Sehr schön, ich kann wieder Giga Drain, das hat doch schon bei viel Damage gemacht. Hören wir das gleich mal wieder. Und dann machen wir Shadow Sky. Oh oh, Firefang, bin tot. Als ob du Feuer zahlen kannst, natürlich. Blöd, ich kann nichts, um ihn wirklich Damage zu machen. Ich kann halt Murkrow hoffen, dass ich da irgendwie. Hier mit Giga Drain Damage machen und hier mit Shadow Spirit. Jo. Also Murkrow ist mal wieder schön geheilt. Das ist perfekt. Mr. Tickles. Oh Mann. Giga Drain und
Shadow Spirit. Ja, Shadow Spirit ist schon OP. Play rough, oh, geht daneben, sehr schön. Bye, Bay. Ja, wenn man. Schläfern wir jetzt mal ein und Shadow Spirit nehmen wir mal Mr. Tickles. Shadow's Bird. One-shotted einfach alle. Das könnte sehr effektiv, also sehr wehtun. Tut aber gar nicht. Vergessen, ich bin ja gar kein Gifttyp. Bin ja nur Pflanze. Bubbles. Das ist sehr schön. Giga Drain und Shadow Spirit. Shadow Spirit one-shotted einfach alles. Play rough one shot at mich? Brudi, was ist los? Also mit dem One Shot hätte ich jetzt nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Aber akzeptiere ich. Muss ich ja wohl oder übel. Ach, Sarah, ich brauche dich dann doch nochmal. Das wird jetzt auch ein bisschen kritisch werden hier. Clefairy. Piep, 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 piep. Und Headbutt. Bubbles müssen wir noch wegkriegen. Da sollte jetzt Giga Drain eigentlich reichen. Schrummisch. Überlebe, bitte. Greif zuerst an. Perfekt. Ah, Shadow Snooze. Natürlich. Mich erstmal rufen. Du bist wieder Feen-Typ, das heißt, ich kann dich wieder nicht mit Unlicht angreifen. Und 25 plus. Ah, schön Flinch. Haben wir mit Shadow Whip und hoffen wieder auf Vergiftung. Und mit Headbutt hoffen wir weiter auf ein paar Flinches, damit wir nicht so schnell down gehen. Weißt du, das Spiel kann ich auch spielen, Mister. Wenn du es unbedingt so haben willst. Einschläfern kann ich auch. Schrummisch, probier mal einen Superball, das Ding schläft. Nicht Headbutton, wie weiter.
Yes! Easy! Perfekt. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Sieh mir erstmal easy dein Pipi-Krall. Ja. Kümmere dich erstmal um dein XD001 Pokémon. Was habt ihr denn hier Schönes droppen lassen für mich? Ja, ich bin sehr stark geworden. Ja, das ist richtig. Wir sehen uns im Hauptquartier. Eine SD-Karte. Ja. Guck mal, ob du damit was anfangen kannst. Und auf zum Labor. So, danke, danke, danke. Kein Problem, mache ich doch gerne. Ah, seid ihr endlich fertig mit dem, was ihr hier die ganze Zeit macht? Ich glaube, der Krypto-Orbis kriege ich jetzt, oder? Oder wie auch immer das hier auf Englisch heißt. Hier drüben. Jo. Ja. Ich weiß, es funktioniert, danke. Ich kenne mich aus. Ja. Jo, sehe ich genauso. Bin ganz deiner Meinung. Sonst so was? Nein? Ja, darf ich dann loslegen? So. Edit. So. Jena. Einmal als Sumerin. Also. Bini und ich habe kein weiteres in meinem Team vielleicht. Ja, Zickzacks, aber das will ich eigentlich bei mir behalten und wir geben mal ein Pikachu rein. Gut, höher kriege ich es jetzt leider gerade nicht. Ja, obwohl, ich könnte ja noch. Geben wir jetzt mal Umbreon rein, solange wie ich jetzt brauchen werde. So ist es zurzeit am schnellsten. Ja, ist sehr hilfreich. Ja, geht da, gib mir das auf meinem PDA mit. Ich benutze mal kurz die Heilmaschine.
Dann gehen wir noch kurz unsere Pokémon befreien, die wir schon fertig haben. Ja. Dem Typen in Pyritus soll ich das jetzt geben, ne? Ja. Ich soll ins Office upstairs gehen? Ach so, ich soll jetzt zu unserem Technik-Freak zuerst gehen, der mir dann sagt, dass ich das nicht machen kann. Der da drüben ist, ne? Was ich weiß. Ja. Frag mich nur, wo er hin ist. Ja. Was? Er ist downstairs. Er ist irgendwo unten, gut. Nicht. Hier auch nirgends. Stretching outside the lab. Nicht ganz, sondern wo ist der? Okay, ich soll jetzt den Typen finden, der irgendwo ist. Ach ja, genau, hier ist er. Ja, genau. Ich würde gerne wissen, was auf der CD oben ist. Ja. Bitte. Hier hast du die SD-Karte. Ich soll sie jetzt zum UMBS nach Pyritus bringen. Heißt das auf Englisch auch Pyritus? Nee. Bereit, ja, so ähnlich. Gut, dann machen wir das aber nicht, weil jetzt gehen wir erstmal nach Agate Village und befreien erstmal unsere Pokémon, die wir jetzt fertig haben, damit in der Kryptobox dann ein bisschen so. Du kommst mit. Du kommst mit. Du kommst mit. Du kommst mit. Und du kommst mit. So. Befreien wir unsere Freunde mal.